Herzlich willkommen zum Lacktausch. Ja, wir haben viel, viel vor uns. Ich fürchte, das wird ein ziemlich langes Video. Und vorab möchte ich einmal schicken, dass das, was ich hier in diesem Video sagen werde, lediglich meine persönliche Meinung darstellt. Ich werde relativ viel spekulieren, ein paar Thesen aufstellen, so ein bisschen hin und her überlegen, was die uns bekannten Fakten bedeuten könnten. Also das sind eine Menge Vermutungen, die ich anstellen werde und Rückschlüsse, die ich ziehen werde. Ich habe nicht den Anspruch zu behaupten, dass die Rückschlüsse, die ich ziehe, korrekt sind. Kann durchaus sein, dass ich komplett daneben liege, aber nach momentaner Faktenlage und auf Basis der mir zur Verfügung stehenden Informationen sind das die für mich logischen Folgerungen, die ich jetzt ziehe. Sonst würde ich sie an dieser Stelle nicht äußern. Jetzt aber zur Sache. Wir haben wirklich wenig Zeit, wie gesagt, und ich will mich bemühen, hier nochmal ein möglichst vollständiges Bild der jüngsten Ereignisse zu zeichnen. Legen wir also einmal los hier. Sanierung 2.0, das ist erstmal der Teil meines Rückblicks auf die alten Ereignisse, und da hatten wir ja bekanntermaßen, ich greife hier nochmal den Punkt aus meinem letzten Video auf, die Verbindung zwischen Birkenstein Capital mit Tobias Hoffmann Becking, der seines Zeichens bis Oktober letzten Jahres hier Chief Executive Officer bei der Blue Cap AG gewesen ist, bevor er dann im Oktober 23 dieses Unternehmen verließ, um die Birkenstein Capital zu gründen. Und auf der anderen Seite haben wir eben Matthias Kosch, den CFO von Endor, im Unternehmen seit November 2023, wirklich aktiv auf dem Posten des CFO seit Januar 2024. Und ja, derselbe war eben auch lange Zeit bei der Blue Cap AG tätig. Fast den exakt gleichen Zeitraum wie Tobias Hoffmann Becking. Da hat man gemeinsam Zeit im Vorstand der Blue Cap AG verbracht. Es bestehen also enge Verbindungen, wie ich auch im letzten Video herausgestellt habe, über die Blue Cap AG, und man ist einander sehr verbunden. Das ist nach wie vor die Grundlage, auf der wir uns hier bewegen, auch wenn die Birkenstein Capital mittlerweile aus dem Bild gerückt ist. Darauf werde ich später auch nochmal eingehen. Also die Chronologie der jüngsten Ereignisse. Es ging im Grunde so richtig in die heiße Phase am 24. April. Da hat der Endor-Vorstand eine Ad-hoc herausgegeben mit der Erwähnung des Staruk-Verfahrens und der Möglichkeit, dass man sich dessen bedienen könnte. Am 25.04.2024 hat Thomas Jackermeier dann direkt mit seiner Investorengruppe geantwortet und einen Finanzierungsplan in Höhe von knapp 25 Millionen Euro vorgelegt. Direkt einen Tag später kam eine neue Ad-hoc des Endor-Vorstands, gefühlt mit dem Inhalt, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Man betonte, man halte nach wie vor an dem Staruk-Verfahren fest und der von Thomas Jackermeier vorgelegte Finanzierungsplan sei so nicht realisierbar und stelle keine realistische Alternative dar. Am 30.04. gab es dann ein Posting bei Wall Street Online von Thomas Jackermeier, in dem er unter anderem das Angebot von Sweet Equity offengelegt hat, das es angeblich von Birkenstein Capital für den Vorstand der Endor AG gegeben habe. Auch darauf gehen wir später noch genauer ein. Am 3.5.2024 hat die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung verlangt, in welcher Matthias Kosch das Vertrauen entzogen werden und Ingo Weber als Mitglied des Aufsichtsrates abberufen werden sollte. Am 6.5.2024 wiederum legte Thomas Jackermeier ein neues Finanzierungskonzept über bis zu 48 Millionen Euro vor und verlangte die Absetzung vom aktuellen CEO Andres Ruff und dem CFO Matthias Kosch sowie der Aufsichtsratsmitglieder Ingo Weber und Rudolf Dietrich. Thomas Jackermeier verzichtete in diesem neuen Finanzierungskonzept übrigens selbst ausdrücklich auf einen Vorstandsposten für sich selbst in der Zukunft, was in meinen Augen sein neues Finanzierungskonzept sehr glaubwürdig gemacht hat und auch zeigt,
dass es ihm hier nicht um seine persönliche Machtposition geht. Das ist auch der Grund, weshalb ich zu dem Zeitpunkt ungefähr beschlossen habe, meinen Videotitel zu ändern. Denn bis dahin hieß mein Video über die Vorgänge bei der Endor AG noch Ein Machtkampf tobt. Und in meinen Augen hat sich dieser Machtkampf eigentlich am 6.5. erledigt. Es ist im Grunde kein Machtkampf mehr, denn Thomas Jackermeier hat mit diesem neuen Finanzierungskonzept ganz klar und glaubwürdig dargelegt, dass es ihm nicht um Macht geht. Es geht ihm nicht um eine persönliche Machtposition. Es geht ihm ganz offensichtlich, wie er in diesem Schreiben auch explizit betont, um den Erhalt der Endor AG und den Erhalt der dortigen Arbeitsplätze. Am 8.5. gab es dann eine neue Ad-Hoc der Endor AG mit der Ankündigung exklusiver Verhandlungen mit Corsair über eine Restrukturierung nach Staruk. Und am 9.5. gab es dann eine nochmalige Pressemitteilung der Endor AG über eben diese Verhandlungen mit Corsair. Und diesmal beinhaltete diese Statements des Vorstands. Darauf werden wir später noch detaillierter eingehen. Also haltet durch oder springt ans Ende, wo ich dann etwas über die aktuellsten Entwicklungen sagen werde und auch eine persönliche Einschätzung dieser Verhandlungen, die da mit Corsair anstehen und auch zu dem Deal, der da wohl bevor zu stehen scheint, abgeben werde. Also gehen wir weiter. Das hier ist also besagtes Posting von Thomas Jackermeier vom 30.04. diesen Jahres und dort hat er geschrieben: Dem Management und mir wurden bis zu 20% Sweet Equity versprochen. Unter Sweet Equity versteht man sogenannte Sonderanreize für das Management, die eben in diese Führungspositionen ganz persönlich hineinfließen, von denen diese Menschen in Führungspositionen persönlich profitieren. Mein Anteil, so schreibt Thomas Jackermeier, soll bei 10% liegen. Je nach EBITDA Multiple haben sie mir und dem Management vorgerechnet, also haben Birkenstein Capital ihm und dem Management vorgerechnet, dass bei einem Exit diese Anteile einen Wert von bis zu 423 Millionen Euro haben. Ich habe dieses durchaus lukrative Angebot bereits in aller Deutlichkeit abgelehnt. Nun die nächsten, wie ich finde, entscheidenden Statements von Thomas Jackermeier, die auch seine persönliche Haltung und Position in diesem kompletten Irrsinn, der sich da abspielt, klarstellen. Es entspricht nicht meinen Wertvorstellungen, sich auf diese Weise zu Lasten anderer zu bereichern. Da bin ich einfach anders erzogen worden und glaube an nachhaltiges Handeln. Durch Staruk werden nicht nur alle Groß- und Kleinaktionäre enteignet, sondern auch viele Kunden und Fans, welche sich die Aktien gekauft haben, weil sie von der Marke begeistert sind. Staruk wird zu einem erheblichen Image-Schaden führen und es würde zu Recht eine große Welle auf Social Media gegen Fanatec und auch gegen alle Profiteure der neuen Firma geben. Diese Lösung erfordert Vertrauen und mein Vertrauen ist bei 0%. Ja, verrückte Verhältnisse offensichtlich und dieses Posting sagt wirklich sehr viel über die Verhältnisse bei der Endor AG und Fanatec aus. Es geht wirklich drunter und drüber und es wird mit harten Bandagen offensichtlich gekämpft, wenn man diesem Posting Glauben schenken möchte. Hier auch nochmal das Original-Posting als Screenshot aus dem Thread von Wall Street Online. Das könnt ihr gerne pausieren und euch nochmal in Ruhe durchlesen. Ich denke, ich habe den Großteil dieses Postings hier auch wiedergegeben. So, dann hatten wir also im nächsten Schritt den Fall, dass die SDK die Einberufung einer Hauptversammlung verlangte. Ich lasse einfach mal das Bild hier ein wenig stehen. Ihr könnt das Ganze auch wieder pausieren und euch in Ruhe durchlesen. Ich möchte euch einfach möglichst alle Originaltexte hier liefern, damit ihr euch selbst auch ein Bild von der Lage verschaffen könnt. Wir gehen hier noch auf Seite 2.
Die kann ich euch auch gerne einmal vortragen. Aufgrund der im Raum stehenden Beteiligung des Vorstands in Form von Sweet Equity, das hatten wir ja gerade aus dem Posting von Thomas Jackermeier, und der Beziehung des Finanzvorstands zum Geschäftsführer und Inhaber der Birkenstein Capital GmbH, auch darüber habe ich ja eingangs berichtet, erscheint uns eine objektive Suche nach Alternativen zu einem Staruk-Verfahren durch den aktuellen Finanzvorstand nicht mehr möglich. Diesem ist daher aus Sicht der SDK das Vertrauen der Aktionäre zu entziehen. Herr Ingo Weber ist im dreiköpfigen Aufsichtsrat als der Finanzexperte ausgewiesen. Aufgrund der viel zu spät begonnenen Suche nach Refinanzierungsoptionen für die ursprünglich am 31.12.2023 fälligen Finanzverbindlichkeiten ist dieser abzuberufen. Das also der letzte Absatz dieses Schreibens der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Übrigens ist aus diesem Verlangen nach wie vor nichts geworden. Also der Aufsichtsrat oder auch der Vorstand, die haben sich hier nicht bewegt. Es gibt nach wie vor keine außerordentliche Hauptversammlung, um hier Beschlüsse zu fassen. Hat alles nicht stattgefunden. Es wird wegignoriert, scheinbar. Man sieht sich nicht bemüßigt, hier in irgendeiner Weise darauf einzugehen und zu reagieren und nun eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Das ist schon sehr erstaunlich bei einem solchen Unternehmen und bei nun mehreren offiziellen Versuchen, so eine Hauptversammlung einzuberufen. Ja, das Ganze wird totgeschwiegen. Am 6.5. kam nun also das neue Angebot der Investorengruppe Jackermeier. Sie haben dort das Finanzierungsangebot an die Endor AG auf 48,4 Millionen Euro erhöht und fordern personelle Veränderungen im Vorstand und im Aufsichtsrat. Die Investorengruppe um den Gründer, Großaktionär und ehemaligen CEO der Endor AG, Thomas Jackermeier, hat ihr Finanzierungsangebot an das Unternehmen deutlich auf zusammen 48,439 Millionen Euro erhöht. Und so weiter und so fort. Lest euch auch das gerne in Ruhe durch. Wir haben hier auch eine Aufteilung in Binding Offers und Non-Binding Offers. Da gibt es gleich nochmal eine Aufstellung, die Thomas Jackermeier ebenfalls in dem Thread auf Wall Street Online gepostet hat. Das ist noch ein bisschen einfacher zu verstehen in der Darstellung, die ich euch gleich noch liefern werde. Ein interessanter Punkt findet sich noch auf dieser Seite. Bei der Planung, welche der Investorengruppe durch Götz Partners vorgelegt wurde, ist die Durchführung einer Kapitalerhöhung geplant. Gleichzeitig sind aber auch die hohen Kosten für die Durchführung von Staruk eingeplant, obwohl diese bei einer Annahme des Angebots der Investorengruppe gar nicht erst anfallen würden. Auch Thomas Koch von der Personalagentur Taskforce soll, entgegen den Wünschen der Investorengruppe, ab Juni 2024 wieder für 85.000 Euro im Monat für das Unternehmen tätig werden. Herr Koch war für das Ausscheiden von Thomas Jackermeier aus dem Unternehmen zusammen mit Herrn Kosch verantwortlich. Aus diesem Text geht hervor, dass scheinbar das gar keine explizite Forderung der Banken war, dass Thomas Jackermeier seinen Posten als CEO abgeben solle. Zumindest liest es sich hier so. Das ist natürlich auch relativ erstaunlich. Passt aber in Verbindung mit dem Posting, das Thomas Jackermeier zuvor auch abgesetzt hatte, eigentlich recht gut ins Bild. Es war nicht möglich, Staruk unter Einkassierung angeblicher Sweet Equity Angebote zusammen mit dem CEO Thomas Jackermeier durchzuführen. Also musste man den CEO seines Amtes entheben, um das dann im Vorstand ohne ihn durchsetzen und beschließen zu können. Dieser Eindruck entsteht. Das ist wirklich sehr bemerkenswert. Aber das ist nur eine Schlussfolgerung meinerseits auf Basis der mir vorliegenden Informationen. Also auch hier, ich beanspruche keinesfalls in irgendeiner Weise hier die Wahrheit wiederzugeben. Es handelt sich lediglich um Vermutungen, die ich hier anstelle und um ja, einen ganz großen Konjunktiv. Was fällt uns hier denn noch auf? Götz Partners? Was ist denn Götz
Partners. Ja, lassen wir das Thema Dr. Stefan Götz doch einfach mal ruhen. Aber Götz Partners ist noch relativ interessant hier in der Folge. Also ihr hattet jetzt genug Gelegenheit, auch hier den Text während meiner Ausführungen durchzulesen. Wir gehen mal eine Seite weiter und hier geht es um Pflichtverletzungen von Andres Ruff und Matthias Kosch, deren Abberufung verlangt wird durch die Investorengruppe von Thomas Jackermeier und Vertrauensentzug und sofortige Mandatsniederlegung der Aufsichtsratsmitglieder Ingo Weber und Rudolf Dietrich. Bisher haben nämlich diese Aufsichtsratsmitglieder, wie ich ja auch bereits vorhin geschildert habe, Einladungen zu 3 Aufsichtsratssitzungen zur Umgestaltung des Vorstandes nicht wahrgenommen oder verweigert. Die Investorengruppe fordert daher den Aufsichtsrat dazu auf, am 6.5.2024 die nächste Sitzung einzuberufen und sie erwarten die Teilnahme aller 3 Aufsichtsratsmitglieder zur geforderten Umgestaltung des Vorstands und zur Aufklärung der erheblichen Diskrepanz zwischen der unternehmensinternen und der investorenbezogenen Liquiditätsplanung. Da klafft nämlich auch eine gewaltige Lücke. Die unternehmensinterne Darstellung der Zahlen, die weicht erheblich von der investorenbezogenen Liquiditätsplanung ab. Und das Ganze ist sehr, sehr merkwürdig und wirkt sehr konstruiert. Zudem kommt ja auch noch der Punkt, dass Matthias Kosch noch am 2. Februar in den Bilanzen und in dem Jahresausblick für das Jahr 2024 noch keinerlei Liquiditätsprobleme festgestellt hat. Es war alles in bester Ordnung. Keine Insolvenz stand bevor und nur ein paar Wochen später scheint das Staruk-Verfahren unausweichlich zu sein. Also da besteht eine wirklich gewaltige Schieflage und ich kann verstehen, dass die Investorengruppe um Thomas Jackermeier diese Schieflage aufgeklärt haben möchte. Hier seht ihr übrigens noch einmal die detaillierte Aufstellung des Angebots, des Investorenangebots der Gruppe um Thomas Jackermeier und man kann hier also sehen, dass es sich um Binding Offers bei einer Kapitalerhöhung handelt in Höhe von 27,75 Millionen Euro. Und auf der anderen Seite haben wir dann eben die Gesamtsumme aller Angebote, also die Non-Binding und Binding-Angebote plus eventuellen geschätzten Überbezug. Und daraus ergeben sich dann eben diese 48,44 Millionen Euro. Thomas Jackermeier hat übrigens nochmals einen Nachtrag getätigt zu diesem Offer und hat im Thread von Wall Street Online sich nochmals zu Wort gemeldet und hat dort geschrieben, dass er übrigens schon lange der persönlichen Meinung war, dass nicht geplant sei, dass Birkenstein, Davidson und Kempner das Unternehmen weiterführen, sondern an einen strategischen Investor schnell weiterverkaufen würden. Dabei ginge es lediglich um die Marke Fanatec und die Belegschaft bliebe auf der Strecke. So wie momentan mit der Belegschaft umgegangen würde, sei dem Vorstand offensichtlich auch der Verbleib der Mannschaft egal. Auch das lässt tief blicken und ich gehe davon aus, dass Thomas Jackermeier nach wie vor guten Kontakt zur Belegschaft bei der Endor AG pflegt. Insofern diese Äußerung relativ glaubwürdig wirkt und jetzt wahrscheinlich nicht frei erfunden ist. So, jetzt kommen wir aber eigentlich zum aktuellsten Teil der ganzen Geschichte, nämlich Corsair rückt hier ins Bild. Corsair auf Kaperfahrt habe ich das Ganze genannt, denn auch hier, ja, wirkt das Ganze etwas merkwürdig und es gibt einige Unstimmigkeiten. Es gab also am 8. Mai 2024 durch die Endor AG wieder mal eine Ad-Hoc-Meldung und dort äußert man, man habe intensiv verschiedenste Angebote geprüft. Unter anderem das Konzept von Thomas Jackermeier. Wir wollen uns hier einmal noch genau das Wording unter die Lupe nehmen. Und zwar heißt es hier, im Rahmen dieses Prozesses hat der Vorstand Angebote verschiedener Investoren geprüft, darunter auch die Bemühungen des derzeitigen Hauptaktionärs, ein eigenes tragfähiges Konzept zu erstellen. Ein solches Konzept ist jedoch noch nicht erfolgreich erstellt worden. Ja, da kann man natürlich jetzt auch sagen, das klingt doch erstmal relativ neutral, aber
Bemühungen des derzeitigen Hauptaktionärs. Dann zudem nennt man Thomas Jackermeier nicht mal beim Namen. Das ist auch schon bemerkenswert, eingedenk der Tatsache, dass man zuvor noch in Pressemitteilungen ihn sehr hoch geschätzt hat als wichtigen Teil der Firma und Menschen, der unschätzbares Wissen beitrage zur Weiterentwicklung dieser Endor AG. Das ist schon merkwürdig. Und man kann davon ausgehen, dass hier natürlich ein absoluter Bruch vonstatten gegangen ist. Der Vorstand und Thomas Jackermeier, die beiden, die werden keine Freunde mehr. So viel, denke ich, dürfte allen klar sein, die dieses Video bis hierhin verfolgt haben. Man trete nun in exklusive Verhandlungen mit Corsair ein. Die Unterzeichnung eines Deals, die sei für Ende Mai geplant. Also interessant. Diese ad hoc kommt am 8. Mai und innerhalb von 3 Wochen, sagt man, wird man hier einen Abschluss finden. Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass üblicherweise, zumindest ist mir das so, aus anderen Branchen bekannt, Buyout-Verhandlungen oder Übernahmeverhandlungen Monate bis Jahre dauern in der Regel. Ja, also, aber hier ist man doch sehr agil und schnell unterwegs. Aller Ehren wert, wirklich sehr beachtlich. Man ist wirklich gut zu Fuß. Man plant natürlich auch eine sehr zeitnahe Einreichung beim Restrukturierungsgericht in München. Corsair soll Fanatec mit ausreichend finanziellen Mitteln ausstatten, um das Unternehmen ohne externe Verschuldung zu stabilisieren. Ja, das Wort externe Verschuldung ist mir auch relativ neu. Ich weiß nicht, was wäre denn im Unterschied zu externer Verschuldung da zu suchen? Interne Verschuldung? Also wenn ich mir selber Geld leihe, bin ich intern verschuldet und muss zusehen, dass ich mir selber dieses Geld schnellstmöglich zurückzahle. Ja, also es könnte tatsächlich sein, dass man hier zwischen externer und interner Verschuldung unterscheidet in der Hinsicht, dass wenn Fanatec dann einmal eine Marke von Corsair geworden sein sollte, man natürlich sehen muss, dass man hier gegenüber Corsair noch Schulden abträgt. Also Fanatec ist dann Schuldner von Corsair, nachdem Corsair die Firma aufgekauft hat. Und da muss man sehen, dass man diese Schulden intern abträgt. Das wäre eine Erklärung für diese merkwürdige Betonung des Wortes externe Verschuldung. Da sehe ich jetzt keine allzu rosige Zukunft für Fanatec und seine Belegschaft, um ehrlich zu sein, denn wenn man hier direkt als Schuldner Teil der neuen Muttergesellschaft irgendwie startet, das sind Vorzeichen, die sind schon, ja, ne? Also jedes Investment will natürlich in irgendeiner Form wieder amortisiert werden, das ist klar, aber man wird Schulden abtragen müssen gegenüber Corsair. So klingt es für mich und das klingt nicht gut. Ganz ehrlich, das klingt nicht gut. Der Restrukturierungsplan sieht einen teilweisen Verzicht der Banken und eine vollständige Enteignung der Aktionäre vor. Das sagt man hier klipp und klar. Das muss man auch so sagen, denn wenn Staruk zur Anwendung kommt, ist das eben genau das, was dann passiert. Nun befinden wir uns einen Tag später in Landshut am 9. Mai und der Vorstand der Endor AG hat hier wieder eine Pressemitteilung veröffentlicht, also direkt einen Tag nach der Ad-Hoc, und da lässt man Folgendes verlautbaren. Der erste Absatz ist absolut 1:1 identisch zu der Ad-Hoc-Meldung vom Vortag, aber jetzt fangen schon die Unterschiede an. Man verzichtet nun vollständig auf die Nennung des derzeitigen Hauptaktionärs Thomas Jackermeier. Stattdessen haben wir in diesem Schreiben nun ausführliche Statements von Andres Ruff, dem CEO des Unternehmens, und Matthias Kosch, dem CFO von Endor, über den wir ja schon einiges erfahren haben. Ruff sagt in seinem Statement, es handle sich um die beste Finanzierungslösung, und Kosch gibt wieder, nun sei die langfristige Zukunft der Endor AG endlich gesichert. So in etwa der Wortlaut. Pausiert hier gerne das Video, um euch die Statements in voller Länge in Ruhe durchzulesen. Für mich sieht das Ganze danach aus, dass hier Thomas Jackermeier nun
vollständig aus dem Bild gedrängt werden soll. Man hat ihn in dieser Pressemitteilung nun rausrationalisiert. Man geht nicht mehr auf alternative Angebote ein, die es gibt. Und an dessen Stelle wollen sich nun die neuen Retter des Unternehmens, Andres Ruff und Matthias Kosch, setzen. Kein Wort in dieser Pressemitteilung über die anstehende Enteignung der Aktionäre. Das ist auch interessant, denn dadurch liest sich das Ganze natürlich sehr viel positiver als noch die Ad-Hoc-Meldung. Nun wenden wir uns doch einmal Corsair zu. Ihr wisst noch, wir hatten am 8. Mai die Ad-Hoc der Endor AG. Man werde nun in exklusive Verhandlungen mit Corsair eintreten. Corsair seinerseits hat am 7.5. diesen Jahres, also einen Tag zuvor, ihren Quartalsbericht zum Q1 2024 veröffentlicht. Darin gibt man auch schon einen kleinen Ausblick aufs Gesamtjahr. Und Andy Paul, der Chief Executive Officer von Corsair, sagt hier, dass man in 2024 sich vorbereite auf ein aufregendes Jahr der geplanten Innovation mit einer eindrucksvollen Palette neuer Corsair-Produkte. Zwei freudig erwartete Launches seien hierbei der bald kommende Mobile Gaming Controller und, leset und staunet, die kommende Sim-Racing-Produktlinie. Ich wiederhole es noch einmal. Am 7.5.2024. Das ist doch wirklich erstaunlich. Einen Tag bevor die Endor AG eine offizielle und verpflichtende Ad-Hoc-Meldung herausgibt, um hier erstmals darüber zu berichten, man stehe nun in oder kurz vor exklusiven Verhandlungen mit Corsair. Einen Tag vorher veröffentlicht Corsair seinerseits in ihrem offiziellen Q1-Bericht für 2024, dass man in diesem Jahr eine breite Simracing-Produktlinie auf den Markt bringen werde. Ganz ehrlich, als ich das gesehen habe und mir das bewusst geworden ist, dachte ich falle vom Glauben ab. Das ist doch keine normale Vorgehensweise, auch von Seiten Corsair ist hier nicht. Man muss sich wirklich langsam fragen, was denn mit den Beteiligten hier bei diesen ganzen Vorgängen eigentlich los ist. Also das kann man doch nicht mehr ernst nehmen mittlerweile. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Das ist ja ein bisschen so, also ja, machen wir hier erstmal weiter. Diese Kategorien bringen das Potenzial für sowohl hohes Kundeninteresse als auch Wachstum mit. Interessant. Denn wie uns allen ist also auch Corsair klar, dass es sich beim Simracing Space um einen absoluten Wachstumsmarkt mit hohem Kundeninteresse handelt. Nur seltsam, dass der aktuelle Fanatec-Vorstand diese Einschätzung nicht zu teilen scheint. Also wirklich sehr merkwürdig. Jetzt schauen wir also nochmal auf die Key Future Launches von Corsair. Wie gesagt, am 7.5., einen Tag vor der Ad-Hoc von Endor veröffentlicht. Und hier sagt man also, man komme mit Corsair Racing um die Ecke. Und man werde mit einer kompletten Lösung für Simracing starten. Chassis, Sitze, Lenkräder, Pedale, Curved Monitors, und Gaming-PC. Was genau man mit Chassis meint bei Corsair, ich glaube, da übt man sich noch so ein bisschen in der richtigen Lingo für Simracing. Mit Chassis sind wahrscheinlich Rigs gemeint, vermute ich einfach mal. Ist aber schon schön, dass die das als Chassis bezeichnen. Auch nicht schlecht. Und mir fehlt hier ehrlich gesagt noch Wheelbase, aber wahrscheinlich vermutet man hier auch auf Management-Ebene in seiner Unbedarftheit, dass das mit dem Begriff Wheel schon inkludiert ist. Kann man im englischen Sprachraum, ist das ja auch tatsächlich so, dass Wheel im Prinzip die Kombination aus Wheelbase und Rim, also Lenkrad, umfasst. Kann man also so stehen lassen. Ja, da haben wir also schon mal vier Komponenten, die offensichtlich von Fanatec kommen. Das Rig, der Sitz,
die Lenkräder und die Pedale, denn all das findet sich aktuell bei der Endo AG bzw. Fanatec im Portfolio. Sehr interessant. Ja, aber warum, um Herrgotts Willen, geht man denn bei Corsair da voran und veröffentlicht einen Tag bevor die Endo AG ankündigt, es stünden nun exklusive Verhandlungen mit Corsair an? Wieso stellt sich denn Corsair einen Tag vorher hin und schreibt, ja, damit werden wir in diesem Jahr auf den Markt kommen? Man muss doch erstmal darüber verhandeln. Das ist ja ein bisschen so, als würde ich auf den Flohmarkt gehen zu einem Stand mit Hörspielkassetten und würde dem Anbieter dort sagen, ja, hören Sie mal, also ich habe meinem 4- und meinem 6-jährigen Sohn versprochen, ich komme heute mit dieser Hörspielkassette zurück. Benjamin Blümchen im Knast wegen Wirtschaftskriminalität. Und die beiden, die sind halt große Fans von Wirtschaftskriminalität und den ganzen Fällen, die sich da so abspielen. Und ich habe denen versprochen, ich komme mit dieser Kassette. Sie sind offensichtlich der Einzige momentan, der diese Kassette im Angebot hat. Also ich werde die auf jeden Fall kaufen, ist klar. Was soll sie denn kosten? Ja, was glaubt ihr, wie die Verhandlungen aussehen würden? Ich weiß nicht, ob ich jetzt, also glaubt ihr, ich bekomme die Kassette für 2 Euro oder werde ich vielleicht eher 20 Euro bezahlen müssen? Ja, überlegt euch das mal. Also das sind ja natürlich Verhandlungsskills, die für Erstklässler im Prinzip. Und ja, warum stellt sich denn Corsair da hin und haut sowas raus? Ja, ganz klar, also für mich persönlich sieht das so aus, als wäre der Deal bereits abgeschlossen. Da wird nicht mehr exklusiv verhandelt. Also Corsair stellt sich doch nicht hin und kündigt einen Tag, bevor die Endo AG überhaupt das Eintreten in Verhandlungen ankündigt. Da stellt sich doch Corsair nicht hin und sagt, hier, wir werden mit diesen Sachen rauskommen in diesem Jahr. Also schlechter kann man seine Verhandlungsposition ja nicht aufbauen vor solchen Gesprächen, als das hier Corsair getan hätte mit diesem Move, den sie hier gemacht haben. Sehr merkwürdig. Also wie gesagt, für mich gibt es nur diese eine Schlussfolgerung. Der Deal ist bereits in trockenen Tüchern. Man hat bereits unterzeichnet und sich über die Rahmenbedingungen und die Kosten im Allgemeinen verständigt und spricht jetzt bestenfalls noch ein paar kleinere Details ab. Aber schauen wir nochmal detailliert über den Ablauf und über die Reihenfolge, in der die Endo AG und Corsair kommunizieren. Corsair kommt der Endo AG zuvor und veröffentlicht bereits am 7.5. in ihrem Q1-Bericht für 2024, dass sie eine Simracing-Produktlinie auf den Markt werfen werden. Ebenfalls am 8.5. kommt eine Ad-Hoc von Corsair dazu, dass man sich mit Endor in Verhandlungsgespräche zu einer etwaigen Übernahme begeben werde. Hier haben wir bereits ein Zitat von Andres Ruff inkludiert. Am 9.5. kommt eine Pressemitteilung von Endor. Dort finden wir eben jenes Zitat von Andres Ruff wieder. Also letztlich lässt sich sagen, Corsair ist hier immer einen Schritt voraus. Sie sind immer einen Tag früher dran mit ihren Veröffentlichungen als die Endo AG. Was lässt uns das schlussfolgern darüber, wer in diesen Gesprächen hier der dominante Part sein könnte? Überlegt euch das mal. Also, wer dominiert hier die Gespräche? Ihr werdet sicherlich auf die richtige Antwort kommen. Zudem ist natürlich auch sehr gut möglich, dass bei Corsair auch schon länger im Raum steht, diese Geschichte hier mit der Endor AG so durchzuführen. Es könnte zum Beispiel sein, dass Corsair der Kandidat war, der Endor nach der Starrug-Sanierung durch Birkenstein in 2028 hätte übernehmen sollen. Da Birkenstein Capital allerdings durch die geschaffene Öffentlichkeit für die Verbindung der Managements zueinander zu heiß geworden war, hat man sich nun direkt an Corsair gewendet. Das ist sehr gut möglich. Also Birkenstein ist ja, wie wir alle wissen, Geschichte, sang- und klanglos verschwunden aus den Gesprächen. Es ist keine Rede mehr von Birkenstein Capital. Warum? Nun, ich denke, auch die Frage könnt ihr euch ziemlich leicht beantworten. Die Frage ist, warum hetzt man jetzt hier so in diese Entwicklung rein? Und welche Möglichkeiten hätte man denn eigentlich gehabt für eine Sanierung der Endo AG? Und glaubt mir, ich habe hier keinen kompletten Überblick über die Möglichkeiten, die so ein Unternehmen hat
um sich ohne Staruk zu sanieren. Ich nenne lediglich ein paar der Möglichkeiten, die für mich auf der Hand liegen. Ich denke, es gibt noch eine Vielzahl weiterer Varianten da draußen in der Geschäftswelt der großen Unternehmen. Also zunächst mal hätte man natürlich eine Kapitalerhöhung, wie von Thomas Jackermeier vorgeschlagen, machen können. Hätte man natürlich sinnvollerweise zu besseren Zeiten tun können in 2021, 2022. Ja, aber nach wie vor eine Möglichkeit, die natürlich nicht ausgeschlossen werden sollte in meinen Augen. Man hätte Partnerings machen können mit anderen großen Firmen oder auch nur einer großen Firma. Microsoft, Sony, zu denen man enge Kontakte hat, BMW, auch Corsair wäre ein Kandidat für ein Partnering gewesen. Da gibt es die unterschiedlichsten Modelle, Laufzeiten, Gewinnbeteiligungsmodelle etc. Also auch das alles möglich, um Geld in die Firma reinzuholen. Oder aber auch zum Beispiel ein reiner, regulärer Buyout über den Kapitalmarkt. Dafür hätte man natürlich auch irgendwie Thomas Jackermeier involvieren müssen, könnte man aber jetzt auch immer noch tun. Ich vermute mal, dass da noch keine konkreten Gespräche geführt worden sind und ich denke, ein Thomas Jackermeier wäre auch da nicht komplett abgeneigt, weil das zumindest seine Anteile und die Anteile aller anderen Aktionäre auf eine gewisse Art retten würde. Es wäre jedenfalls sehr viel sauberer und glaubwürdiger als Staruk. So viel, denke ich mal, steht fest. Warum hat man kein Bieterverfahren durchgeführt? Ich bin der absoluten Überzeugung, dass es hier mehr als einen Interessenten für die Endor AG gegeben haben muss. Ich meine, wir wissen ja bereits von zwei Interessenten, immerhin, ja, also Corsair und die Birkenstein Capital. Und ich denke, es gibt sicherlich noch einige mehr, die hier nicht offiziell und öffentlich genannt worden sind. Warum hat man denn kein Bieterverfahren durchgeführt, wo man hätte tatsächlich irgendwo einen gewissen realistischen Marktwert oder zumindest den Grad des Interesses anderer Firmen an der Endor AG hätte ermitteln können? Naja, das Problem bei einem Bieterverfahren ist natürlich, dass dort das Gebot gewinnt, das objektiv für das Unternehmen das Beste ist. Nicht das Angebot, das die höchste Incentivierung für das Management bietet. Ruff und Kosch, die sind erst seit kurzem im Unternehmen. Wie hoch ist denn deren emotionale Bindung an diese Firma und an die Belegschaft? Ich frage mich, ob sie überhaupt die Namen der Angestellten auf der Kette haben. Das ist, glaube ich, eine Frage, die man sich schon stellen kann, wenn jemand erst seit ein paar Wochen im Unternehmen ist, wie zum Beispiel Andres Ruff. Wem stehen sie denn wohl näher? Fanatec? Oder, ja, füllt hier bitte eine Antwort eures Beliebens ein. Ruff hat sein LinkedIn-Profil übrigens bis heute nicht aktualisiert. Da taucht kein Fanatec, keine Endor AG auf. Thomas Jackermeier übrigens für seinen Teil ist komplett von den Seiten der Endor AG verschwunden. Bis auf den Part, wo die Aktionärsstruktur dargestellt ist, da muss man ihn nennen, das ist klar. Ansonsten hat man ihn im Grunde aus der Firmenhistorie ausradiert. Das lässt tief blicken, denke ich, über den momentanen Stand und die Beziehungen zwischen dem aktuellen Vorstand und Thomas Jackermeier. Wie ist eure Meinung zu dem ganzen Themenkomplex? Ich, ehrlich gesagt, bin mittlerweile ziemlich erschüttert über das, was sich dort abspielt und über das, was dort zutage tritt und denke, wir haben hier das letzte Wort auch noch nicht gehört. Ich hoffe, dass hier noch einiges passieren wird und bei dem Tempo, das der momentane Vorstand der Endor AG vorlegt, wird Thomas Jackermeier schnell handeln müssen. Ansonsten werden hier ganz schnell vollendete Tatsachen geschaffen und ich denke, das ist genau die Absicht, die momentan der Vorstand der Endor AG verfolgt. Wie gesagt, ich denke, vermute, all die Fakten, die wir bisher sehen, deuten für mich darauf hin. Man hätte im Grunde Zeit bis zum 30.06., scheint das Ganze aber jetzt sehr, sehr schnell in trockene Tücher bringen zu wollen. Es wirkt ein wenig übereilt. Warum das so sein mag, ja, die Bewertung möchte ich hier an dieser Stelle gerne euch überlassen. Und damit entlasse ich euch, wie immer, in die Nacht, macht es gut, bis bald und tschüss.